So, damit möchte ich das heutige Thema einführen. Ich möchte zuerst ein kleines statistisches Schätzspiel mit euch machen. Wenn jemand von euch die Antwort kennt, dann bitte ich diese Leute, sich ruhig zu verhalten. Und die anderen bitte ich um eine schnelle, intuitive Antwort auf meine Frage, auf mein Schätzspiel. So, also die Aufgabe lautet folgendermaßen. Gegeben seien 7 Persönlichkeitsprofile mit Geburtsdaten von 7 verschiedenen Persönlichkeiten und Beruf und persönliche Neigungen, Charaktereigenschaften und so weiter. Und ein Astrologe hat auf Basis der Geburtsdaten dieser Personen Horoskope erstellt. Und aus irgendeinem Grund ist diese Zuordnung durcheinander geraten. Also 7 Persönlichkeitsprofile, 7 Horoskope. Es versucht jetzt ein anderer Astrologe, die Paarungen wieder richtig zuzuordnen. Was schätzt ihr rein auf Basis des Zufalls, wie viele korrekte Zuordnungen würde man erwarten? 3, 2, 1? Keine. Wie ändert sich die Zahl, wenn das 20 solche Paarungen wären? Was glaubt ihr? Mehr? Na, rein auf Zufall würde man ja erwarten, dass irgendwas Zufallstreffer, wie hoch ist der Erwartungswert? 10. Okay, 3 und 10 sind auf jeden Fall nicht richtig. Die richtige Antwort zur ersten, also bei 7, ist eine korrekte Zuordnung und bei 20 ist es immer noch eine. Ja. Wir Menschen sind leider keine guten, intuitiven Statistiker. Und um uns ein bisschen zu wappnen gegen Angriffe auf unsere Schwächen im intuitiven Denken, haben wir uns heute einen Experten eingeladen, einen Statistikexperten, außerordentlicher Universitätsprofessor in Ruhe, Dr. Erich Neuwirth. Erich Neuwirth. In Unruhe. Erich Neuwirth hat an der Uni Wien Mathematik und Statistik studiert, 1974 promoviert, seit 1969 lehrt er auch an der Uni Wien und 1987 hat er sich dort habilitiert. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Wählerstromanalysen, Kombinatorik, Mathematik und Musik und die Verwendung von Spreadsheets im Unterricht. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er bekannt geworden durch seine Analyse der PISA-Studie, in der er schwerwiegende Mängel gefunden hat und aufgedeckt hat. Und durch seine Analyse auch des ersten Anlaufs der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016, wo er gemeinsam mit Kollegen Walter Schachermeier auch nachgewiesen hat, dass das Argument, dass also die Wahl hätte anders ausgehen können in diesen, was waren das, 11 Bezirke, also die zufällige Wahrscheinlichkeit extrem gering war und dass das also kein brauchbares Argument war für die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Ja, herzlich willkommen bei uns auf der Bühne und bitte um deinen Vortrag, Erich Neuwirth. Guten Abend, ich freue mich sehr, hier wieder mal ein bisschen was für mein Fach tun zu können. Der Titel, den wir vor längerer Zeit ausgemacht haben, den sehen Sie hier. Aber Statistik ist immer etwas, man nähert sich der Wahrheit. Das heißt, es ändert sich immer wieder. Daher habe ich auch einen alternativen Titel, jetzt muss ich nur schauen. Ja. Wie kann man Zahlen missverstehen, besser verstehen und besser darstellen? Das Wichtige bei der Statistik ist auch, Darstellungsformen zu finden, die die Botschaft, die die Daten in mancher Form schon transportieren, erkennbarer machen. Das Entscheidende ist, man macht ja nicht, also alles, was man sagt, muss schon in den Daten stecken, aber man muss es so aufbereiten, dass es sichtbarer wird.
Fangen wir an mit einem Beispiel. Wir haben da ein bisschen Probleme mit der Größe. Ich konnte das in der geringen Auflösung zu Hause nicht testen. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Und solche Sachen passieren tatsächlich, das wissen Sie aber wahrscheinlich von manchen Fernsehserien. Irgendjemand plant einen Film über den Untergang der Titanic. Und der möchte plausible Geschichten über Leute reinschreiben. Filme leben von Geschichten. Aber er will zum Beispiel reinschreiben, einen Vater, der sich für die Familie opfert. Und da stellt sich jetzt die Frage, wo soll er denn soziologisch ansiedeln? Was für eine Art von Mensch soll der sein? Warum gerade die Titanic? Na, die Statistiker mögen das. Dieses Beispiel, das ich hier mache, wird oft verwendet, weil es die Daten über den Untergang der Titanic gibt. Und die Daten, die man kriegt, schauen so aus. In welcher Klasse? Da gibt es auch Mannschaft. Männlich oder weiblich? Kind oder Erwachsener? Und überlebt oder nicht? Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. So schaut es aus. Moment, ist da? Na, die Quote kommt gar nicht. Gut. So schaut die Verteilung aus. Also wir sehen, über den Daumen gepeilt, ein Drittel hat überlebt, zwei Drittel haben nicht überlebt. Diese Form der Grad, es ist ja wurscht, ob das 66,23% waren. Ungefähr doppelt so viele haben nicht überlebt, als überlebt haben, ist die wesentliche Aussage. Und das reicht dem Drehbuchautor vollkommen. So, was können wir weiter tun? Wie steht es denn mit dem Geschlecht? Und da sehen Sie, da gibt es einen dramatischen Unterschied. Die Schrift ist hier leider, die Grafik skaliert nicht mit, aber grün, es ist schon ziemlich klar, dass grün überlebt und rot nicht überlebt heißt. Nicht? Also auch die Wahl von Farben in Diagrammen kann einen eine Botschaft näher bringen oder eher verschleiern. Wenn ich da grün und gelb mache, wäre es nicht auf den ersten Blick so verständlich. Gut, das heißt einmal, wir sehen, die Frauen hatten wesentlich bessere Überlebenschancen, sie waren aber auch viel weniger. Diese Form der Grafik, wer kennt die schon? Das ist nämlich kein Balkendiagramm. Ja, das heißt Mosaikplot, Sie wissen das nämlich an. Und das ist eine der besten Formen, wenn man Zusammenhänge mit mehreren Variablen darstellen will, mit Häufigkeiten. Gut, gehen wir ein bisschen weiter in die Tiefe. Wie ist es mit Kindern und Erwachsenen? Die Überlebensrate bei den Kindern ist ein bisschen besser, aber wir sehen hier auch, das sind eigentlich so wenig, dass es für das, was wir statistisch machen wollen, nicht so viel hergibt. Nun denn, wir machen also jetzt noch Geschlecht und Alter und da sehen wir auch, dass der Unterschied in den Überlebensraten bei den Mädchen und den Buben geringer ist als bei den erwachsenen Männern und Frauen. Das sehen wir noch. Jetzt haben wir die Kinder rausgelassen, weil wenn wir die Kinder jetzt auch noch aufteilen, dann wären das in den einzelnen Kategorien so wenig, dass man einfach nichts mehr sagen kann. Aber Sie sehen hier die Überlebensraten, naja, am besten in der ersten Klasse und dann nimmt es ab, dritte Klasse und Mannschaft etwa gleiche Überlebensrate. Sieht man hier auch. Und jetzt, also das hier ist, wir teilen jeden dieser Balken in zwei Balken, nämlich in Männer und Frauen auf. Und da sehen wir dramatische Unterschiede. Und wir sehen vor allem am also was war das Schlimmste, was einem passieren konnte? Mann in der zweiten Klasse. Jetzt kommt eine unwissenschaftliche Erklärung, aber eine, die ich dem Drehbuchautor einrendeln kann. Und die lautet, schauen wir mal an, in der ersten Klasse, auch die Männer haben in relativ hoher Rate, also im Vergleich zur zweiten in hoher Rate überlebt. Naja, das sind die Reichen. Wie wird man reich? In der dritten Klasse, das sind Leute, die täglich um ihr nacktes Überleben kämpfen müssen. Die haben den Überlebenskampf gelernt. In der zweiten Klasse sind so Leute wahrscheinlich wie die meisten von Ihnen und ich, die gehobene Mittelschicht. Das sind die, die am ehesten soziale Regeln einhalten. Das heißt, das sind die, die an das Frauen und Kinder zuerst glauben. Den anderen ist es eher wurscht.
Also Sie sehen schon, auch Grafiken können verleiten. Das ist jetzt natürlich Spekulation. Aber jede Wissenschaft beginnt auch mit Spekulation. Also da sollte dann jemand genauer nachschauen. Jetzt ist es ein bisschen schwierig mit den Interviews mit Überlebenden, glaube ich, mittlerweile. Gut, das ist dieselbe Grafik etwas anders angeordnet. Da haben wir, das links ist das Klassenprofil für die Frauen und rechts für die Männer. Also da sind nur die Balken anders angeordnet. Ist aber dieselbe Grafik. Und Sie sehen schon, das beantwortet eine Frage etwas anders. Das heißt, wieder Darstellung von statistischen Daten ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir nochmal die Kinder drinnen. Und da sehen wir wieder, das sind so wenig, dass da keine wesentlichen Aussagen abzuleiten sind. Und zum Schluss können wir sagen, naja, wir würden dem Drehbuchautor, der schon beschlossen hat, diesen sich aufopfernden Vater reinzuschreiben, sagen, der kehrt in die zweite Klasse, ist irgendwo gehobener Beamter oder so irgendwas, wenn du ihm eine persönliche Geschichte zuordnen willst. Fabriksbesitzer wird er keiner sein. So, und nur bei den Kindern, das ist jetzt enorm aufgeblasen, schaut es halt so aus, also dabei ist erste, zweite Klasse Kinder haben komplett überlebt, nicht überlebt haben nur Kinder in der dritten Klasse. So, nächster Punkt. Ich habe einen größeren Vorrat an Beispielen heute für Sie vorbereitet. Es geht in der Statistik ja nicht darum, irgendwas auszurechnen, sondern in der Regel um etwas zu vergleichen. Zum Beispiel die Temperatur jetzt mit der Temperatur vor 10 Jahren oder sowas im Schnitt. Hm? Gut, und das kommt dann auch in die Tageszeitungen und dann findet man sowas. Und Sie müssen vor allem die eingeringelte Formulierung lesen. Das ist echt aus einer Tageszeitung. Bitte? Da steht 337% wärmer als üblich. Und das ist natürlich eine spannende Frage, wieso? Ich meine, das wird schon stimmen, rein taschenrechnermäßig. Aber was ist da passiert? Statistiker denken ziemlich präzise darüber nach, was die Zahlen, die wir da haben, eigentlich messen. Und dazu gibt es den Fachausdruck Skalenniveau. Und hier geht es um intervallskalierte Daten. Das sind vereinfacht solche Daten, wo es keinen Sinn hat zu sagen, das ist doppelt so viel wie letztes Mal. Denn die Nullpunktzahl ist ja willkürlich bei der Temperatur. Aber man kann sehr wohl sagen, der Unterschied von vorgestern auf gestern ist doppelt so groß wie von gestern auf heute. Das heißt intervallskaliert. Man darf Unterschiede zwischen Messwerten vergleichen, nicht aber die Messwerte selber. Die Messwerte selber kann man vergleichen, wenn es um Geld geht. Da kann man sagen, das ist doppelt so viel wie ein anderer Betrag oder alles, was in irgendeiner Form Masse ist. Aber wo eine Skala ist, wo der Nullpunkt mehr oder weniger willkürlich gewählt wurde, hat der Vergleich absoluter Größen keinen Sinn. Und, ja. Das spricht, ja, es tut, das mit der Größe tut mir wirklich leid. Die Folien gibt es dann nachher auch, Sie können dann auch schauen. Vereinfacht gesagt, das ist eine Testaufgabe für den PISA-Test. Also vorher so aus dem Pool, wo die Aufgaben zum Üben gegeben wurden. Und da ist es darum gegangen, irgendwo ist der PISA 2003 der Vergleich, wo es angeblich an den Absturz gegeben hat, darüber spreche ich später noch, war die Aufgabe zu interpretieren, warum diese Skala hier falsch ist, warum die Grafik irreführend ist und die geht irgendwie von 400 bis 600 Punkte. Und die erwünschte Antwort war, man muss bei 0 anfangen, dann sieht man, dass der Unterschied viel kleiner ist. Bloß PISA ist in der Weißskala. Dort hat die Frage doppelt so groß keinen Sinn. Dort ist nur der Unterschiedsvergleich möglich. Und das Problem ist, diese Aufgabe hat ein Mathematiker designt, der nie als Statistiker gearbeitet hat. Ja? Und mit
statistischem Arbeiten ist es so, Statistik ist nicht, also ein paar andere Formeln. Statistik kann ich überhaupt nur machen, wenn ich verstehe, wie die Daten entstanden sind. Was der Generierungsprozess ist. Es geht nicht um die Zahlen, es geht darum, dass die Zahlen ja in Verbindung zu etwas stehen und diese Verbindung muss ich gut verstehen, um dann sinnvoll auswerten zu können. Ich habe diesem Mathematiker dann geschrieben, Herrns, Intervallskala, Verhältnisskala, und er hat gesagt, was ist das, davon habe ich noch nie gehört. Und das bildungspolitische Problem besteht darin, dass man so jemanden aber Statistikaufgaben für Schulen schreiben lässt. Das ist ein ernsthaftes Problem. Ich habe mich dann relativ lautstark beim Ministerium bemerkbar gemacht und die Aufgabe ist mittlerweile vom Netz genommen. So, ja, da steht nur zusammengefasst noch einmal, was es zu sagen gibt über Intervallskalen und Verhältnisskalen. So, jetzt kommt eine Geschichte, die sich tatsächlich an der University of California at Berkeley ereignet hat. Und zwar geht es um Aufnahmeprüfungen. Und was da passiert ist, ist, die haben die Aufnahmeprüfungen wieder rot durchgefahren, grün aufgenommen. Also es sind etwas mehr, nicht, das sind fiktive Daten, das sind jetzt nicht die Originalen von dort, aber sie zeigen, worum es geht. Ja, und dann hat man sich die Daten genauer angeschaut und dann hat man gesehen, dass die Männer links eine höhere Aufnahmequote hatten als die Frauen. Und da ist es natürlich zu heftigen politischen Diskussionen gekommen. Daraufhin hat man sich die dahinterliegenden Daten genauer angeschaut und ist draufgekommen, in jeder einzelnen Studienrichtung war die Aufnahmequoten der Frauen höher als die der Männer. Und trotzdem war insgesamt die Aufnahmequote der Frauen niedriger als die Aufnahmequote der Männer. Wie kann sowas passieren? Das sind die Aufnahmequoten. Wir haben hier fiktiv nur in zwei Arten von Studien eingeteilt, die humanistischen Fächer und die naturwissenschaftlich-technischen Fächer. Und da steckt einmal schon ein bisschen ein Teil der Geschichte drinnen. Die Durchfallquote in den humanistischen Fächern war generell viel höher als in den naturwissenschaftlichen Fächern. Und jetzt schauen wir uns das getrennt nach den Geschlechtern an. Innerhalb der, ja? Und dann sehen wir, was passiert ist. Ne? Es gibt in den Naturwissenschaften viel weniger Frauen, die sich bewerben. Von denen kommen mehr durch als bei den Männern. Aber insgesamt verändern die dort die Quote nicht so viel. Und wenn man das durchrechnet, kommt das raus. Und da ist es auch nützlich, wenn man das zum Beispiel in der Schule macht, konkret mit Zahlen zu spielen, wieso das zustande kommt. Aber wenn ich in Gruppen einteile und innerhalb der Gruppen noch einmal in Untergruppen und der Aufteilungsschlüssel, der in die Untergruppen sehr verschieden ist, in der äußeren Gruppeneinteilung, dann kann dieser Effekt eintreten, dass das Gesamtergebnis gegenläufig ist zum Einzelergebnis in jeder der einzelnen Gruppen. Und das heißt, ja, das ist noch anders angeordnet, das heißt das Simpson-Paradox. Und ich finde, das sollte verpflichtender Lehrstoff in den Schulen sein, dass man weiß, dass das passieren kann. Das Simpson-Paradox ist ja auch ein Teil der Erklärung für den Gender Gap bei der Bezahlung. Weil mehr Frauen in mehr schlecht bezahlten Berufen sind. Innerhalb der Berufe kann es durchaus Gleichheit bei Männern und Frauen geben oder nur geringe Unterschied. Aber wenn die Frauen vor allem in den schlecht bezahlten Berufen sind, haben sie insgesamt ein niedrigeres Durchschnittseinkommen. Ja, und damit sind wir beim Gender Gap. Und das ist deswegen wichtig zu verstehen, dass das Simpson-Paradox sein kann, weil man völlig andere Maßnahmen braucht, wenn das in den einzelnen Berufsgruppen passiert, als wenn es innerhalb der einzelnen Berufsgruppen passiert.
Es ist für die politischen Entscheidungen wichtig und Statistik ist ja eine der Aufgaben der Statistik ist ja, Grundlagen dafür zu liefern, bessere, wenn wir jetzt unter besser rationalere Entscheidungen zu treffen. Also Statistik soll helfen, mit der Welt um uns besser umzugehen, sinnvoller. So, naja, das ist ein ganz großer Klassiker, den rechne ich manchmal auch vor mit Excel, aber das wollen wir uns heute sparen. Nehmen wir an, es gibt einen medizinischen Test für eine sehr böse Krankheit und der Test hat relativ gute Fehlerraten von 1% für falsch positiv und 1% für falsch negativ. Sie wissen, was falsch positiv und falsch negativ heißt. Kurze Erinnerung, ich bin gesund, aber der Test sagt, ich bin krank, das ist falsch positiv. Ich bin krank, aber der Test merkt das nicht, ist falsch negativ. Also die Quoten in beiden Fällen nehmen wir jetzt einmal an, sind 1%. Und jetzt nehmen wir an, das ist eine Krankheit, die wirklich, wo man weiß, die ist letal. Sie machen den Test und der Test ist positiv. Na, das wollte ich jetzt nicht. Da wollte man. Ja. Umgangssprachlich formuliert, was tun Sie, wenn Sie das Positiv-Testergebnis kriegen? Geben Sie sich gleich die Kugel? Oder sagen Sie, naja, ich muss mir das statistisch noch anschauen. Was glauben Sie denn, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie die Krankheit haben, wenn Sie Ihr Positiv-Testergebnis haben? Das ist genau die richtige Antwort. Man kann es noch nicht sagen. Bei formal und numerisch weniger gebildeten Messen ist die Antwort 1%. Ist es aber nicht. Die deutlichste Widerlegung ist, nehmen wir an, es ist Gebärmutterkrebs und Sie sind ein Mann. Was ist dann die Wahrscheinlichkeit? Ja, also Sie sehen schon, es hängt von was anderem ab. Und warum? Was ist da die Argumentation? Unter den Männern gibt es kein Gebärmutterkrebs. Die Wahrscheinlichkeit, krank zu sein, hängt davon ab, welcher Anteil der Grundgesamtheit die Krankheit hat, das heißt die Inzidenzrate. Und erst wenn ich die Inzidenzrate auch kenne, kann ich ausrechnen die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Krankheit habe, wenn der Test positiv war. So schaut es dann aus. Das ist jetzt, ich mache dann etwas, wo man es deutlicher sieht. Das ist die Visualisierung. Und da ist die Annahme, die Inzidenzrate ist 0,5%. Wichtig, kleiner als die Fehlerraten des Tests. Ja, es gibt Krankheiten, wo das so ist. Und wenn Sie da hinschauen, dann sehen Sie viel, viel grün und oben ganz wenig rot. Ne? Das ist 99:1. Und rechts bei dem ganz schmalen Dingerl, es ist andersrum. Da haben wir sehr, sehr viel Rot, sehr, sehr viel Rot, aber das ist extrem schmal. Das sind ja wenige. Das sind ja nur 0,5%. Und dann ist unten ein ganz kleines bisschen grün. Und das sind aber nicht die Wahrscheinlichkeiten, die uns interessieren, sondern uns interessieren ja jetzt, wenn wir bündeln, die mit positivem Testergebnis. Da sind ja Gesunde und Kranke drin. Und das ist diese Grafik hier. Und da sehen Sie, das sind immer noch mehr Grüne als Rote. Also die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit zu haben, wenn die Inzidenzrate kleiner ist als die Irrtumswahrscheinlichkeiten, ist kleiner als 1,5. Da wird es dann mathematisch, da kann man auch Ungleichungen durch die Gegend schaufeln. Aber, und es ist, also, was auch rauskommt, ist, wenn alle drei Werte falsch positiv, falsch negativ und Inzidenzrate gleich sind, ist die Wahrscheinlichkeit genau 1,5. Kann man dann. Das ist eine nette Übungsaufgabe, könnte man auch im Mathematikunterricht geben. So, ein bisschen sichtbarer wird es, jetzt habe ich die Werte geändert. Ah, da gehört 90 hin. Also ich habe jetzt einen Test mit 10% Fehlerrate und die Inzidenzrate 5%. Dann schaut das so aus. Und wenn ich die Grafik umschlichte,
schaut so aus. Immer noch mehr grüne als rote unter denen mit positivem Test. Wieder, weil die Fehlerraten größer sind als die Inzidenzrate. Das steckt in. Und Sie sehen schon, um das dann genauer zu durchschauen, was da dahinter steckt, ist mathematisches Handwerkszeug ganz nützlich. Da muss man mit Gleichungen, Ungleichungen und so weiter hantieren und kann das dann so formulieren, wie ich es jetzt gemacht habe. Was habe ich denn als nächstes? Ah ja, jetzt muss ich dann an den Rechner gehen. Sie haben vorher schon gehört, dass ich mich eingemischt habe bei der Aufhebung der Bundespräsidentenwahl. Jetzt schauen wir mal. Oje. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt zunächst einmal weiter und schaue dann zum Schluss, ob ich ans Netz komme. Ich muss dann über mein Handy komme ich ans Netz, aber... unsere Analyse hat sich dann sogar niedergeschlagen in einem Falter-Artikel, was ich gemeinsam mit dem Kollegen Schachermeier gemacht habe. Ja, ich verrate jetzt nicht zu viel, weil ich möchte Ihnen das dann doch noch zeigen, weil es auch zeigen soll, wie man statistische Daten darstellen kann. Jetzt das andere, wo ich öffentlich ein bisschen sichtbarer geworden bin. PISA. Auch da musste ich mich einmischen, weil öffentlich Unfug erzählt wurde. Und zwar waren das, 2003 wurden die PISA-Ergebnisse veröffentlicht und dann hat es geheißen Absturz. Und wenn Sie da hinschauen, also minus 5% in PISA macht nicht viel, ja? Das ist im Bereich der Zufallsschwankungen, aber minus 16 und minus 27, das ist schon was, wo man sagt, was ist da passiert? Ja, und da zu dem Zeitpunkt hätten eigentlich mehr Leute, insbesondere die Bildungswissenschaftler, die das einfach hingenommen haben, was tun können, um nachzuschauen, ist es wirklich plausibel? Und um das anzuschauen und da nachzuschauen, ja, das ist jetzt wieder ein bisschen ein Problem, aber es wird, so geht's. Das ist der Vergleich Buben und Mädchen, jeweils getrennt. Und da sehen Sie, und jetzt formuliere ich wieder absichtlich über, das würde bedeuten, dass zwischen 2000 und 2003 ausschließlich die Buben verblödet sind. Ist nicht sehr plausibel. Wollte sich jemand einmischen? Ich sehe nämlich das Publikum leider nicht, deswegen kann ich nicht. Gut, wenn man so etwas sieht, dann stellt sich natürlich die Frage als Statistiker, hallo, wenn Daten solche Irregularitäten zeigen und das Schulsystem hat sich jetzt in 3 Jahren nicht so geändert, dass so viel passiert. Ja? Also, das ist fast so, als ob die Buben das letzte Jahr nichts in der Schule mehr gemacht hätten. Ne? So ungefähr. Naja, dann schaut man sich genauer an, wie schaut es denn mit der Teilung, mit der Aufteilung in Buben und Mädchen aus. Und an dieser Stelle sollte, auch das ist nicht so weit verbreitetes Wissen, wie es sein sollte, in einem Geburtenjahrgang, wie steht es denn da mit der Anteil Buben-Mädchen? Eben nicht, 51,5. Es ist klar, alle Leute glauben, heuer habe, oder viele mit nicht statistisch, die nicht statistisch gebildet sind. Es ist durchgehend in den meisten westlichen Ländern 51,5. Für die Männer, es gibt mehr Buben. Dafür leben wir kürzer. Ne? Also über länger gerichtet gibt es dann trotzdem mehr Frauen, weil die um viel länger leben. Gut, jedenfalls, wenn man sich, man kann die PISA-Daten, da wird einiges veröffentlicht, nicht alles, was man braucht. Aber wenn man sich die PISA-Daten genauer angeschaut hat, waren in der Stichprobe, und dann kommt gleich was dazu, 2000 mehr Mädchen als Buben und 2003 mehr Buben als Mädchen.
Und zwar in einem Schwankungsbereich, der nimmer statistischer Zufall ist. Da sind 5000 Kinder dahinter. Ja? Da ist die Schwankung schon deutlich kleiner. Dann war es noch, dann musste man tiefer bohren und die Daten gab es dann öffentlich nicht mehr. Wobei das eine kriminalistische Geschichte auch ist, was da passiert ist. Weil am Anfang gab es eigentlich. Schultypendifferenziert. PISA rechnet schultypendifferenziert und gewichtet dann, dass die Aufteilung wieder stimmt. Zumindest in Österreich geht es so. Und da ist was passiert, nämlich ein Fehler in der Durchführung. Die Quoten werden und die Gewichte werden festgelegt vor der Studie. Wie viel gibt es in der Schulform und wie viele sind davon da? Das muss man korrigieren mit den tatsächlichen Messergebnissen, Quoten, weil es ja Länder gibt, die keine guten Schulstatistiken haben. Nicht? Da kriegen sie nicht so genau die Zahlen, wie viele Buben da jetzt in welcher Schulform sind. Daher nimmt man auch das, was in der Stichprobe passiert, heran. Ja, was ist da? Und dann hat sich herausgestellt, dass in Österreich, also dass beim Design der Studie niemand damit gerechnet hat, dass es in Österreich eine Formschule abzuwickeln gibt, die es in den anderen Ländern de facto nicht gibt. Und das sind die Berufsschulen, die internatsmäßig geführt werden, wo die Schüler 3 Wochen in der Internat kaserniert werden und dann wieder zurück in den Beruf gehen. Das heißt aber, bei der Stichprobenziehung waren viel weniger da, als in diese Schulform gehen. Jetzt ist aber mit den real Getesteten, die gehen ins Gewicht ein, und daher waren von den Berufsschülern viel zu wenig in der Stichprobe, nämlich auch im Sinne der Gewichtung. Gut, jetzt muss man wissen, dass die Berufsschüler die mit den schlechtesten Leseergebnissen sind und dass in den Internatsschulen vor allem Buben sind. Und damit ist der Unterschied erklärt, das ist ein Gewichtungsfehler. Was dann passiert ist, ist die In der Erstausgabe der Daten von PISA war in kodierter Form, aber das war, wenn man ein bisschen nachgeschaut, wenn man das Hirnschmalz eingesetzt hat, zu dekodieren, war die Schulform drinnen. Und bevor 2003 erschienen ist, wurde in den offiziellen 2000er Daten diese Information entfernt. Der angegebene Grund waren Datenschutzgründe. Der Nebeneffekt war, dass der Vergleich, den ich Ihnen hier erzählt habe, nicht mehr durchführbar war. Ja, also der Datenschutz war in dem Fall erkenntnisverhindernd. Mit lang genug Bohren und ich habe damals, ja, damals ist was passiert auch, nämlich damals hatten wir eine ÖVP-Bildungsministerin und die hat einer Arbeitsgruppe, die ich leiten durfte, den Auftrag gegeben, das genauer zu untersuchen. Dabei haben wir das dann gefunden. Das war nicht ihr... Also, was rausgekommen ist, nicht, ist nämlich das hier. Das sind die korrigierten Werte. Und da sehen Sie da Unterschied bei dem... Na. Die Unterschiede bei Buben und Mädchen laufen jetzt doch sehr anders. Und wenn wir das konsolidieren, schaut so aus. Und da steht, in Mathematik und Lesen hat sich zwischen 2003 und 2003 nichts geändert. 2003 ist gleich geblieben. Die Bildungsministerin wollte ja, dass bei der Studie herauskommt, wir waren 2003 ist schlechter, als es wirklich war. Rauskommen ist, na. 2000 war eine Fehleinschätzung, wir waren nicht so gut, wie 2003 offiziell gesagt hat. Damit war sie mit diesem Ergebnis nicht glücklich. Ich muss aber zusagen, wir wurden in keiner Weise behindert, das zu publizieren. Ich bin dann auch getourt und habe es erklärt, was da passiert und so. Also als Wissenschaftler hat es schon funktioniert, nur glücklich waren es nicht. Gut, kommt vor. Jetzt die SPÖ-Bildungspolitik. War aber mit dem Ergebnis auch nicht zufrieden, weil die hätten ja gern was gehabt, was sie der damaligen Ministerin in die Schuhe hätten schieben können. Die ist schuld, dass wir schlechter geworden sind. Das heißt, das ist dann ein Ergebnis, eine Analyse, wo niemand zufrieden ist. Damit muss man als Statistiker leben lernen. Also wir wissen, das gehört zum Geschäft, aber es kommt vor. Und Sie sehen auch, das war, also der Großteil der Arbeit war nicht das Rechnen, sondern das
die Detektivarbeit und wo könnte es liegen und welche Daten brauche ich, um überhaupt herauszufinden zu können, ob es daran gelegen ist. Also die Arbeitsgruppe waren 5 Leute, die wirklich hart mit den Daten gearbeitet haben. Wir haben einmal ein paar Monate gebraucht, bis wir das PISA-Modell, das ein unerhört komplexes mathematisches Modell ist, verstanden haben. Wie entstehen die Scores aus den Rohdaten der einzelnen Prüfungsergebnisse? Das ist nicht einfach, wie viele Aufgaben sind gelöst. Kriegt ja jeder Schüler andere Aufgaben, so ungefähr. Nicht wirklich jeder, aber es gibt 13 verschiedene Aufgabenhefte. Und in einer Klasse sind typischerweise 26, also 25 Schüler oder so. Das heißt, nur jeweils 2 kriegen dieselben Testaufgaben. Da muss man ein mathematisches Modell bauen, dass man trotzdem die Ergebnisse vergleichen kann. Das geht auch. Da gibt es psychometrische Theorien und Modelle. Aber dann muss man auch wissen, daher ist es nicht ganz sinnvoll, PISA-Ergebnisse einzelner Schüler zu vergleichen. Nicht? Weil die haben ja nicht denselben Test gemacht. PISA ist auch nur dazu da, eine Übersicht über gesamte Systeme zu gewinnen und nicht über einzelne. Gut. Eine weitere Geschichte ist, wenn man sich die letzten 2 Dinge anschaut, 2012 und 2015, dann hat sich der Leseabstand, der generell sehr hoch ist, so im 20-Punkte-Bereich, stark verringert. Das klingt einmal genderpolitisch ganz gut, wobei die Buben sind im Lesen immer deutlich schlechter. Was auch eine politische Frage ist, der Unterschied beim Lesen zwischen Buben und Mädchen, wo die Buben schlechter sind, ist deutlich größer als der Unterschied in Mathematik, wo die Buben die besseren sind. In der öffentlichen Diskussion wird aber nur über die Mathematik oder kaum je über die Lesegeschichte diskutiert. Dass da vielleicht eigentlich auch Handlungsbedarf besteht. Nicht, dass der in Mathematik nicht besteht, aber es ist nicht das Einzige. Gut, jedenfalls hat sich der Abstand verringert. Und die erste Erklärung von den PISA-Verantwortlichen, die ich mittlerweile nach den Korrekturen schon halbwegs gut kenne auch, war dann, ihr wart ja nicht im Vortest drinnen. Ne? Das war die Geschichte, wo aus Datenschutzproblemen Österreich zunächst ausgestiegen ist, was dazu geführt hat, dass im Eichungsprozess der PISA-Aufgaben Österreich nicht teilgenommen hat. Das heißt, es hat niemand geschaut, ob die Aufgaben bei uns auch funktionieren, vereinfacht gesagt. Gut, das war die Erklärung und das, ja, ihr Österreicher, ist halt ein bisschen was schiefgegangen. Na gut, der Hauptunterschied war, dass 2015 das erste Mal der Test am Computer stattgefunden hat und nicht mit Papier und Bleistift. Und das kann natürlich schon mehr bewirken und daher lohnt es sich. Ja, und das ist jetzt sehr, sehr klein. Ich schaff's doch in dem Fall. Und da sehen Sie aber, das sind alle EU-Staaten. Und da sehen Sie, der Abstand wird überall kleiner. Manchmal, weil beide besser werden und sich der Abstand verringert. Manchmal, weil beide schlechter werden. Und manchmal auch, weil die Buben besser und die Mädchen schlechter werden. Also es gibt keinen generellen Trend, ob besser oder ob er schlechter wird. Aber es gibt überall, in allen EU-Staaten, den Trend, Unterschied der Geschlechter im Lesen hat sich verringert. Und dann sage ich als Statistiker, da ist es dann schon wert, genauer nachzuschauen, ob das etwas mit dem Computereinsatz zu tun hat. Muss nicht die ganze Erklärung sein, aber Statistik liefert in dem Fall einen sehr deutlichen Hinweis auf etwas, was man sich vielleicht näher ansehen sollte. Wie liege ich denn überhaupt in der Zeit? Sagen Sie mir, wie lange ich schon spreche oder wie lange habe ich noch? Viertelstunde habe ich noch. Gut, passt. So, jetzt müssen wir es wieder kleiner machen. Und dann gibt es noch, da zeige ich Ihnen noch einmal etwas, wie Statistikdaten auch aufbereitet werden. Es gibt natürlich immer den Vergleich Österreich-Deutschland. Meine Schockerfahrung, wie wir 2003 eine Pressekonferenz gemacht haben über die Korrektur, wo rausgekommen ist.
wir haben am Abend 2003 durch einen Methodenfehler überschätzt, in Wirklichkeit war es gleich. Das ist die Essenz unserer Studie. Womit glauben Sie, ist dieser Beitrag über PISA-Vergleich Österreich-Deutschland eingeleitet worden? Mit der Szene, wo der Kranke in Cordoba Tor schießt. Habe ich vorher auch nicht gewusst, hat mich schon etwas betroffen gemacht. Weil irgendwie war es nicht sehr im Kontext dessen, worum es gegangen ist. Aber bitte. Gut, und da, wenn man den Vergleich macht, nur zwei Länder, dann gibt es nicht PISA, alle schauen sich die Mittelwerte an, und dann ist unser Mittelwert besser. Oder nicht. Das ist viel zu wenig. Und hier haben Sie die viel mehr Information. Was Sie hier sehen, heißt Dichteschaubild. Das ist eine verbesserte Variante von Histogrammen. Histogramme kennen Sie alle, nehme ich an. Ich muss wieder aufnehmen. Histogramme kennen Sie alle. Und Dichtefunktionen sind in populärer Ausdrucksweise geglättete Histogramme. Wir machen einfach die Ecken weg. Also, es gibt schon mathematische Formeln und die stelle ich meinen Studierenden auch mit Pantomime dar, aber das dauert ein bisschen zu lang. Gut, und da sehen Sie farbkodiert die beiden Länder. Rot ist Deutschland, grün ist Österreich. Und da sieht man, wir sind immer ein bisschen weiter links. Das ist der ganze Zeitverlauf. Also die Mittelwerte, das ist Deutschland, das ist Österreich, da ist er groß. Aber 2009 war das Jahr, wo die Verweigerung stattgefunden hat. Da haben sie etliche Schulen haben gesagt, na, das machen wir nicht. Das ist gut. Und dann sehen Sie, das ist Lesen und Österreich und Deutschland. Ich schaue nur, ob ich da die Geschlechter. Ich links rechts. Die Farben sind in dem Fall die Geschlechter. Und da sehen Sie. In den Ländern sind die Geschlechterunterschiede etwa gleich. Was es eine Tendenz gibt, ist, bei uns geht es leichter noch weiter nach links. Also wir haben leichter mehr ganz schlechte. Und links heißt schlecht, rechts. Und die Höhe der Kurve gibt an, in dem Bereich gibt es da viele. Und die Höhe, da kann ich vergleichen, in dem Bereich gibt es ungefähr doppelt so viele wie in einem anderen Bereich. Dazu gibt es die Dichtekurven. So. Und hier ist jetzt der Vergleich getrennt nach Geschlecht. Also die beiden Spalten sind jetzt Geschlecht. Und da sieht man zumindest am Anfang, gibt es de facto keinen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Die Kurven sind nahezu deckungsgleich. Zum Schluss geht es ein bisschen auseinander, weil Deutschland, was ist in Deutschland anders? Die haben oberhalb des PISA-Tests, muss ich aber auch dazu sagen, aber die haben schon länger die Zentralmatura. Das heißt, das ist in der Psychologie der Eltern schon länger eingraviert, es gibt diese zentralen Überprüfungen. Und das kann ein Grund sein, warum es da zu verschiedenen Ergebnissen kommt. Aber auch hier sieht man, der Mittelwertsvergleich bringt es nicht wirklich. Es gibt den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, aber der ist nicht dramatisch. Weil in Bezug auf, was die Differenz des Mittelwerts ist und wie weit das Ganze streut, ist es eigentlich wichtiger, sich über die Streuung der Messwerte den Kopf zu zerbrechen, als über kleine Unterschiede in den Mittelwerten. Das ist eben auch ganz wichtig. Nur Mittelwerte zu vergleichen, ist schlecht. Man sollte zumindest Mittelwert und Standardabweichung bei allen Zahlen dazu sagen, damit man auch ein Gefühl dafür hat, wie stark diese Zahlen schwanken. Ja, jetzt kommt noch kurz etwas übers Lotto. Ich habe auch für die Lotterien AG Gutachten gemacht. Über diese Dinge darf ich nicht reden, da gibt es eine Stillschweigeklausel. Nicht ganz, also manche Sachen erzähle ich Ihnen schon. Aber übers Lotto darf ich reden. Da war kein Problem. Da habe ich nie dazu gegutachtet. Die obere Kurve ist die Häufigkeit der häufigsten Zahl und die untere die Häufigkeit der wenigsten häufigen Zahl. In allen, also
in den mehr als 2000 Ziehungen, die es insgesamt schon gibt. Das ist eine schöne Illustration, nicht nur vom Gesetz der großen Zahlen, sondern vom zentralen Grenzwertsatz. Der Schwankungsbereich, relativ ausgeprägt, wird immer schmäler. Ja? Wir Statistiker haben auch theoretische Vorhersagen dafür, wie man diesen Schwankungsbereich ausrechnen kann. Und da haben Sie die Theorie dazu. Nicht so schlecht, ne? Die Anpassung, wenn man weit genug ist. Also das ist wieder für mich auch ein Beleg dafür, ganz dumm ist das, was wir Statistiker machen, ja doch nicht. Allerdings sehen wir da, der eine Buckel ist schon seltsam. Ne? Da ist eine Zahl, ich meine, wenn eine Zahl einmal häufiger gekommen ist, dauert es natürlich länger, bis die Häufigkeit wieder absinken kann im Vergleich zu den anderen. Aber wir können uns noch was anderes anschauen. Und jetzt wird es eine lustige Geschichte auch für die Experimentalphysiker hier. Hier habe ich zwei Gruppen von Zahlen. Die roten sind die von 16 bis 500, nein, was brauche ich? 15, 16, von 21 bis 35. Und die grünen sind die anderen. Das ist genau ein Drittel der Zahlen. Also die waagrechten Linien, die gepunktierten, sind der theoretische Wert. Und sagen, wenn es ideal wäre, wären die empirischen Kurven genau auf den waagrechten Linien. Und da sehen wir aber, am Anfang gibt es da Abweichungen, da ist das Rote zu hoch. Und da ist das jetzt eine Zufallsschwankung oder nicht? Was mache ich in dem Fall als Statistiker? Ich gehe ins Studio und schaue mir die Ziehungsmaschine an. Und das ist jetzt wieder nicht, das ist der Unterschied zwischen einem empirisch arbeitenden Statistiker und einem Mathematiker. Die schönste Beschreibung für den Unterschied zwischen Mathematiker und Statistiker ist übrigens, also die sage ich Ihnen auch noch, woran erkennt man den Unterschied? Der Statistiker und der Mathematiker schauen zu, dass eine Münze 10-mal geworfen wird und es kommt 10-mal Kopf. Der Mathematiker sagt, ich bin eben Zeuge eines seltenen, aber möglichen Ereignisses geworden. Der Statistiker sagt, kann ich bitte die Münze anschauen? Es gibt nämlich in Zaubergeschäften auch Münzen, die auf beiden Seiten dasselbe haben. Und sowas gehört auch zu meinem Repertoire in Lehrveranstaltungen. Und das Lustige ist, wenn man das jemandem ohne Vorwarnung gibt und die Leute werfen, wie lange muss man warten, bis die erste Mal die Münze umdrehen? Das schwankt zwischen 3 und 7. Das sollten jetzt vielleicht Psychologen mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen in Zusammenhang bringen. Das wäre eine lohnenswerte Dissertation, finde ich. Gut. Jedenfalls bin ich ins Studio gegangen und habe mir die Maschine angeschaut und jetzt müssen wir mit dem anderen Mikrofon auskommen, weil was ich jetzt tue, geht nur mit meinen Händen. Wie funktioniert die Lottoziehungsmaschine? Vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist schon nicht bei. Sieht man auch, wenn man zuschaut. Bei der Ziehung im Fernsehen. Es gibt eine Einstellung am Anfang, die ist circa eine Sekunde und die ist immer gleich. Da liegen die Kugeln auf dem Tablett oberhalb des Trichters und liegen immer in derselben Reihenfolge. Das ist damit Vertrauen schaffen, ja, die haben wir nicht, das sind alle. Da ist keine weggelassen. Ja, warum? Ja. Dann fallen die Kugeln in den Trichter und in den Trichter, das ist ein ausgeklinkter Mechanismus, da oben sind 3 Plexiglasplatten, die haben jeweils an jeder Kugelstelle, also in einem 9, was haben wir? Ja, 9x5 Muster, Löcher gebohrt. Und die Löcher sind ungefähr doppelt so breit wie die Kugeldurchmesser. Und die mittlere Platte ist um eine Lochbreite verschoben. Und das heißt, die Kugeln liegen im Loch von der obersten
dann ist gesperrt, weil das verschoben ist, und dann ist noch eine Platte, wo es dann durchfallen kann. Und wenn die Dame oder der Herr, der die Ziehung kommentieren, dann auf einen Knöpfer drückt, bewegt sich die mittlere Platte ruckartig und die Kugeln fallen in den Trichter. Und dann wird gemischt und dann wird die unterste Kugel gezogen. Und da gibt es jetzt zwei wichtige Fragen. Wie wird gemischt? Und das war am Anfang der Ziehungsmaschine vor allem so. Da ist ein Luftstrom drin. Ja, sie sind auf derselben Höhe geblieben. Das heißt, wer am Anfang unten war, ist eher unten geblieben. Ja? Das zweite ist, die Kugeln, also das würde eigentlich dazu führen, dass das mittlere Drittel, das fällt ja schneller rein, ne? Die anderen peppeln ja ab am Rand, dass das bevorzugt ist. War es aber nicht. Es war nicht das mittlere Drittel, sondern um eine Reihe verschoben. Wenn die fallen nämlich runter, ist ja doppelte Lochbreite. Die können schief runterfallen. Die Tendenz wird sein, dass sie nicht senkrecht, sondern etwas schief runterfallen. Und das führt zur Bevorzugung eines Bereichs, der nicht ganz in der Mitte liegt. Ja? Und das, also was ich Ihnen vorgeführt habe, ist ein Musterfall, was muss ein Statistiker alles tun, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen, um es jetzt einmal etwas größer zu formulieren. Ich muss dorthin gehen, wo die Daten entstanden sind und mir den Mechanismus der Datengenerierung sehr genau ansehen. Ich habe vorher schon gewusst, dass die Zahlen häufiger sind. Und es war dann tatsächlich so, dass man mit Sätzen auf die Zahlen ein bisschen was gewinnen konnte. Reich geworden ist man nicht. Aber mein beruflicher Ehrgeiz als Statistiker, nicht? Eine Ziehungsmaschine muss Gleichverteilung liefern. Die darf nicht verzerren. Das heißt, ich bin dann mit der Firma in Kontakt getreten. Und die haben tatsächlich ein bisschen was an der Ziehungsmaschine geändert. Die haben zwei Leisten eingebaut, die man kaum sieht, die aber dazu führen, dass die viel mehr abprallen und rauf und runter hüpfen und dass dadurch mehr so ein Mischeffekt auch einsteht. Und seither sehen Sie auch nicht, der Effekt ist verschwunden. Gut, das ist jetzt her, also die Zieherei hat begonnen 1986, seither gibt es Lotto und das waren die ersten 2 Jahre, wo das passiert ist. Unlängst habe ich einmal wieder mit der Firma korrespondiert und habe ihnen gesagt, da war was am Anfang mit der Gleichverteilung. Das erste Antwortschreiben war, nein, das war nicht. Dann habe ich gesagt, fragen Sie einmal die Leute nach. Dann war die Antwort, aus der Zeit ist überhaupt niemand mehr in der Firma. Und dann habe ich ihnen meine Grafiken geschickt. Und seither sagen sie nicht mehr, da war nichts. Also es ist mir auch gelungen, dort Überzeugungsarbeit zu leisten. Wie gesagt, wir reden jetzt über 1986, also das ist eh schon die ersten 2 Jahre von 30 Jahren, hat es da ein kleines Problem gegeben. Wobei, und das ist wieder auch etwas für physikalisch geneigte Menschen, die Ziehungsmaschine musste anders ausschauen als die deutsche. Die deutsche ist eine Kugel mit Luftstrom, das, wenn man zuschaut. Das heißt, ich habe dort mehr Freiheitsgrade für den Zufall. Ne? Dadurch, dass das nur der Trichter ist, hat der Zufall weniger Raum. Er ist eingeengter und da kommt es leichter zu Verzerrungen. Gut, eine Grafik gibt es noch zum Thema. Na, gibt es gar nicht mehr, das war es schon. Jetzt kommen schon meine Schlussfolgerungen. Wozu brauchen wir überhaupt Statistik? Na, eine der Aufgaben der Statistik ist es zu versuchen, bei strittigen oder unklaren Themen jenen Teil des Sachverhalts zu identifizieren, den man bei gutwilligen Diskussionsteilnehmern, das ist ganz wichtig, außer Streit stellen kann. Also wir Statistiker sind nicht Streitschlichter, aber wir arbeiten das heraus, worauf man sich wenigstens einigen kann, bevor man zum Streiten anfängt. Und das ist schon eine wesentliche Aufgabe, weil man halt dann wenigstens nicht mehr über alles streitet. Und wichtig ist auch, dass das verständlich und nachvollziehbar dargestellt wird. Statistik hat auch die Aufgabe, ihre Ergebnisse so zu präsentieren, dass sie auch Nicht-Fachleute halbwegs gut verstehen können.
das ist jetzt nicht unbedingt förderlich in der akademischen Karriere, wenn man da sehr viel Arbeit investiert. Die Lage wird immer besser. Aber wie ich diese Dinge angefangen habe, haben viele Kollegen gemeint, warum machst du das? Gut. Warum macht es Spaß, nicht nur mir, sondern ich kenne viele Kollegen, Statistiker zu sein? Und da ist der schönste Ausspruch von einem Säulenheiligen der Statistik, der John Tukey, der die explorative Datenanalyse zum Beispiel erfunden hat und der, soweit ich weiß, auch die Mosaikplots erfunden hat. Also das Beste daran, dass man Statistiker ist, ist, man darf in dem Hinterhof von allen Leuten spielen. Das heißt, alle Leute müssen dann erklären, wie die Daten entstanden sind, was ihre Tricks in dem Geschäft sind. Das heißt, was man als Statistiker auch hat, ist sehr viel Einsicht in andere Wissenschaftsdisziplinen, ohne Experte zu werden, weiß man doch mehr als Außenstehende wissen. Und das macht unheimlich Spaß. Das ist sowas wie, ich werde bezahlt dafür, mich selbst breiter zu bilden. Und was ist meine Charakterisierung von Statistikern? Welche Fähigkeit braucht ein Statistiker? Daten erzählen Geschichten. Sie tun das aber nicht sehr laut. Und Statistiker sind die Leute, die Daten besonders gut zuhören können. Das sind dann die Webseiten, wo Sie mehr von meiner Arbeit nachschauen können, in immer verständlicher Form. Und damit bedanke ich mich mal fürs Zuhören. Soll ich jetzt zuerst die Wahl versuchen reinzukriegen oder machen wir mal die Diskussion? Und ich mache es die Wahl? Gut. Dann müssen Sie mir jetzt 2 Minuten geben, dass ich mir nicht ganz deutlich etwas zeigen. Die Idee dahinter ist, bei der Wahlanfechtung war ja sozusagen die Theorie, es ist in mehreren Bezirken nicht korrekt ausgezählt worden, wodurch sie Möglichkeiten ergeben haben könnten, das Wahlergebnis bei den Wahlkartenstimmen zu verfälschen. Das war der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Es gibt viel, viel mehr Bezirke, wo alles korrekt war. Und was macht dann ein Statistiker? Natürlich. Er vergleicht, er teilt die Bezirke in 2 Gruppen, die wo manipuliert hätte werden können und die, wo sicher nicht manipuliert worden ist. Und dann muss man überlegen, welche Art von Daten vergleiche ich in diesen beiden Gruppen. Eines der Argumente vom Rechtsanwalt des freiheitlichen Wahlwerbers, um es korrekt zu formulieren, war ja, also da gibt es ja, der allerschlechteste Bezirk bei den Wahlkartenergebnissen ist in denen, wo hätte manipuliert werden können. Also ist da wohl manipuliert worden. Ja, na, so darf man statistisch nicht argumentieren, sondern was wir, wenn es klappt, noch tun können, sonst müssen Sie es zu Hause machen, ist, wir vergleichen in allen diesen Bezirken den Anteil der Kandidaten unter den Urnenwählern und unter den Briefwahlwählern. Wenn manipuliert worden wäre, müsste da in den manipulierten Bezirken ein Unterschied sichtbar werden. Nicht? Und das heißt, der Ausgangspunkt ist etwas, was eigentlich ganz leicht zu zeichnen ist. Eine Punktgrafik, X-Achse, Anteil an den Urnenstimmen, Y-Achse, Anteil an den Briefwahlstimmen. Und wenn wir dann Unterschiede sehen, dann haben wir natürlich Hinweise auf mögliche Manipulationen. Wenn es da überhaupt keine Unterschiede gibt, dann lautet meiner Meinung nach die Antwort, okay, ja, es hätte manipuliert werden können, es ist aber nicht manipuliert worden. Denn das würden wir schon entdecken als Statistiker. Das Problem ist, dass unlängst ein Jurist in der Presse einen Artikel geschrieben hat, wo ich dann wirklich mit den Ohren geschlackert habe, denn der hat im Wesentlichen im ersten Teil geschrieben, die Strafen, für das sind jetzt Leute verurteilt worden, die
Bezirkshauptleute und so, für die Leute sind zu hoch, weil es ist ja nicht manipuliert worden. Und im zweiten Teil steht, die Wahl war aber trotzdem aufzuheben, weil es hätte ja manipuliert werden können. Jetzt, bei welcher Wahl hätte nicht manipuliert werden können? Ja? Also, ich habe mich über die Argumentation mancher Juristen dann schon sehr verwundert. Solange das laut, kann ich Ihnen noch Geschichte erzählen. Insbesondere war auch die Begründung des Entscheids des Verfassungsgerichts ein bisschen eigenartig. Denn was haben die gesagt? In der Verfassung steht wörtlich und die Manipulation von Einfluss war. Da steht nicht, hätte sein können, da steht von Einfluss war. Dann ist die Wahl aufzuheben. Das bisherige Recht, es gibt Präzedenzfälle, wo es so hakelig war und auf jeden Fall aufkommen worden ist. Aber wo auch kein Nachweis der Manipulation drin war. Gut, in der Verfassung, und das ist eine Verfassungsformulierung, steht es aber anders. Die Bezirkshauptleute das gemacht haben, einer der Begründungen war, das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Was hat denn der Verfassungsgerichtshof gemacht? In der Verfassung steht sowas wie die Nachweispflicht, es wurde manipuliert. Und nicht, es reicht, wenn es hätte sein können. Und der Verfassungsgericht hat, ja, aber wir haben immer schon aufgehoben. Ne? Also das, was er den anderen vorwirft, hat er sich in dem Fall selber zugebilligt. Finde ich ein bisschen eigenartig. Und dann endet man als Statistiker offensichtlich dann noch so, dass man wirklich Gesetzestexte wortwörtlich liest und sehr genau analysiert und versucht abzuleiten, was das für Folgen hätte haben sollen und welche Folgen es gehabt hat. Jetzt müssen wir es aber wirklich aufgeben. Ja. Mhm. Ich eröffne die Diskussion. Fragen? Kann man jetzt das ein bisschen runterfahren, dass ich die Leute... Oder ich stelle mich so her, dann sehe ich ein bisschen. Ich möchte dieses eine Beispiel von den medizinischen Wahrscheinlichkeiten. Bin ich der Lage, kurz gesagt, ich war 10 Jahre lang in Österreich für die Freigabe von HIV als Zuständigen verantwortlich. Und das ist eben, und jetzt vor allem neulich in der Apotheke sehe ich einen HIV-Test. Selbst HIV-Test. Also es gibt ca. 8000 bestätigt positive HIV-Positive. Das heißt, ein ELISA wird zuerst gemacht und dann ein Bestätigungstest. Damals war es ein Western-Test, jetzt ist es noch andere PCR und so. Da stand ich, die haben mir das durchgelesen, da gab es einen Beipackzettel, eine Information. Und da stand drinnen, dieser Test hat eine Treffsicherheit von 99,9%. Und dann stand aber auch drinnen, es kann selten sein, dass ein Test falsch positiv ist. Und mit der Häufigkeit von einem Promille war positiver in Österreich so circa, ist das natürlich sehr viel, sodass es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber dass es früher war es also so, dass es völlig unzulässig ein Kunstfehler war, einem Patienten das HIV-Testergebnis von ELISA mitzuteilen. Es musste ultimativ ein Bestätigungstest gemacht werden, dann war das wahr positiv und man konnte ihm das mitteilen oder ihr. Und das ist jetzt natürlich das Problem. Wir hatten damals auch viele Anträge von Schnelltesten, wir nannten die damals Glitis, und haben die alle abgelehnt. Also auch mit eigenen Sehern und ja, wir haben so komische Seeren und die sind so grenzwertig und können kontaminiert sein. Und ja, das waren afrikanische Seeren zum Teil, die man gemacht hat. Aber bei einem solchen Flippi habe ich mein eigenes Serum abgenommen von ein paar Mitarbeitern, dann waren wir alle positiv. Am nächsten Tag haben wir alle das dann doch gemacht. Und den Test haben wir natürlich nicht freigegeben. Und das ist jetzt das Problem von diesem Schnelltest, ja, dass er natürlich aufgrund der Häufigkeit der wahr-positiven und der Häufigkeit der falsch-positiven zu erwarten ist, dass es sehr viel mehr falsch-positive gibt als wahr-positive. Und diese falsch-positiven
die müssen als positiv angenommen werden von den Selbsttestern, weil die ja keinen Bestätigungstest haben. Und da möchte ich schon irgendwann einmal wissen, also es gibt diese staatliche Überprüfung jetzt nicht mehr seit vielen Jahren, da möchte ich dann schon einmal wissen, was macht einer, wenn er so ein Mittel in der Apotheke kauft und 120 Euro oder sowas, die dann ein falsch positives Ergebnis hat. Das kann schon sehr weitreichende Folgen haben. Und es steht ausdrücklich drinnen, und das ist das Schlechte an dem Test, dass das diagnostische Fenster, glaube ich, 3 Monate ist. Das heißt, wenn einer eine akute Infektion sich einfängt, geht der Test aus nach 3 Monaten positiv. Und das haben wir heute im Labor viel bessere Teste, die schon nach 2 Wochen positiv werden können. Danke, das war, habe ich wieder was dazu gelernt, wobei mir aufgefallen ist, waren die 99,9 für beide, also für die falsch positiven, für die richtig positiven und die richtig negativen? Das oder war die aha, nämlich sonst wäre es wieder genau 1 Promille und 1 Promille Fehlerraten, sind wir wieder bei 1,5. Kommt mathematisch wieder raus, wie ich es immer illustriere, was die Konsequenzen sind. Nehmen wir an, aufgrund des Tests fällt eine Quarantäneentscheidung und die werden alle dort weggesperrt und zusammengesperrt und das ist eine sehr infektiöse Krankheit. Dann sind 2 Drittel der Leute jetzt gezwungen, sehr nah bei 1 Drittel, die die Krankheit haben. Die werden dann ziemlich sicher nach einiger Zeit auch den positiven Test haben. Ich bin auch Konsulent am Rechnungshof, wo Sachen überprüft werden. Und eine der Geschichten, die der Rechnungshof macht, wo ich Ihnen geholfen habe, das zu implementieren, ist der Benford-Test. Haben Sie von dem schon was gehört? Kennt den wer? Also manche Hände sehe ich, aber das ist offensichtlich eine kleine radikale Minderheit. Da geht es darum, in einer umfangreichen Steuererklärung beispielsweise, finden Sie einen Haufen Zahlen in sehr verschiedenen Größenordnungen. Also von 3 Briefmarken bis zu neues Lastauto. Und was ein Gesetz ist, das klingt zunächst sehr überraschend, aber es tritt wirklich auf, wenn man von allen Zahlen, die da drin steht, nur die ersten Ziffern abschneidet und die Häufigkeitsverteilung bildet, dann kommt in sehr, sehr vielen Fällen immer ein sehr ähnliches Muster raus. Und das Muster ist, der 1er ist am häufigsten, der 2er ist etwas weniger häufig und so weiter. Das geht so bergab bis zum 9er. Und es geht nicht nur ums Bergab, sondern man kann die Kurve durch einen mathematischen Ausdruck ungefähr beschreiben. Und das ist jetzt natürlich auch wieder kein Nachweis, dass da was passiert ist, aber es identifiziert Verdachtsfälle, die man dann vielleicht genauer anschauen soll. Und man kann einen mathematischen Grund, also ein Modell angeben, woraus das folgt, aber Steuererklärungen tritt es auf. Womit ich jetzt immer mache, ist, man auf Twitter eine Liste aller Follower und dann schaue ich mal an, wie viele Follower haben diese Follower jeweils. Habe ich für jeden meiner Follower seine Followerzahl? Wenn ich das mache, kriege ich bei normalen Leuten auch dieselbe Kurve. Beim Armin Wolf nicht, weil der Zusammensetzung seiner Followerzahl, der hat jetzt bis 600.000 Follower. Das ist einmal schwer, die Daten überhaupt rauszukitzeln aus Twitter. Aber so Leute von ein paar hundert bis ein paar tausend Follower, da passt es ganz gut, das Benford-Gesetz. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, auch im Nachhinein dann veröffentlicht worden, es wurden zum Beispiel auch die Steuererklärungen der Familie Clinton wurden so untersucht. Bei einer nicht manipulierten Steuererklärung wäre die Verteilung gleich? Nein, das passiert. Sie kamen mehr zahlen, wenn einer vorn drin. Das hat was mit einer logarithmischen... Draufkommen ist mir, weil jemand einmal aufgefallen ist, ich bin ja noch Generation Logarithmenbuch. Ich bin ja noch Vortaschenrechner. Die Logarithmenbücher waren vorn viel mehr abgegriffen als hinten. Das war der Auslöser dieser Entdeckung. Ich habe eine Frage zur Wählerstromanalyse. Da kommt ja dann oft raus, sowas wie Hausnummer... 10.000 Stimmen sind von der SPÖ zur ÖVP gegangen. Und soweit ich das verstanden habe, wird das so berechnet, dass man auf die Gemeinden schaut und zum Beispiel wäre da eine Gemeinde, wo in der vorigen Wahl 100 SPÖ waren und 90 ÖVP und in der nächsten Wahl ist es umgekehrt.
soweit ich es verstanden habe, wird dann einfach gesagt, okay, diese 10 Stimmen müssen dann von der SPÖ zur ÖVP. Es ist komplizierter. Ja. Und ich habe das absichtlich nicht in dem Vortrag gemacht, weil wenn ich das erkläre, ist es ein eigener Vortrag, der nicht unter einer Dreiviertelstunde abgeht. Ja, es geht schon, kann man erklären, aber vereinfacht gesagt ist, wenn ich annehme, dass jede Partei in einer Gemeinde eines bestimmten Gebiets sich nach dem gleichen Schlüssel zerbröselt, das heißt, wir nehmen Baden, Wiener Neustadt, noch irgendeine niederösterreichische Stadt her. In der einen gibt es viele ÖVP-Wähler, in der anderen gibt es wenige ÖVP und viele SPÖ-Wähler. Was ich jetzt annehme, ist, dass die bei Wähler einer Partei sich in allen diesen Städten nach dem gleichen Schlüssel aufteilen. Also die Wähler vom letzten Mal, wie wählen die diesmal? Die Modellannahme ist, der Schlüssel ist derselbe, das führt in verschiedenen Gemeinden zu verschiedenen Differenzen. Nicht? Weil wo es keine ÖVP Wähler gibt, können die ja nicht viel verlieren und so, in zahlenmäßig. Und dieses Modell forme ich dann in Gleichungen um, und das wird ein lineares Modell. Wenn man es vereinfacht, kann man auch sagen, es ist eine lineare Regression, stimmt aber nicht ganz. Man muss ein bisschen mehr tun, und mit diesem Modell schätzt man dann die Wählerströme, das heißt die Quoten, wie viele Wähler einer Partei zu einer anderen gewechselt sind. Und die zentrale Annahme ist, das ist in allen Gemeinden annähernd gleich, in allen Gemeinden eines Gebietes. Ich kann das grafisch illustrieren, warum das so ist, aber wie gesagt, das braucht Zeit. Inwiefern bezieht das dann Neuwähler, weil in Form von Jungwählern und... Die Antwort ist simpel, die Daten habe ich nicht, aber das sind nicht so viele, dass sie das Ergebnis drastisch verändern würden. Pro Jahr kommt ungefähr 1% Wähler dazu und dafür sterbt 1% weg. Also nach 2 Wahlen, es ist 5% nicht mehr. Und in der Wählerstromanalyse würde ein ÖVP-Wähler, der stirbt, und der Junge, der nachkommt, wählt SPÖ, das würde als Wählerstrom von ÖVP zu SPÖ erscheinen. Ja, ich könnte das Modell verfeinern, nur dazu brauche ich die Erstwählerzahl in jeder Gemeinde. Und die Zahlen gibt es nicht. Ja, was kann schon machen? Dann könnte man auch mit statistischen Methoden letztendlich auch so machen. Das ist ein Spielsystem. Na. Der wahrscheinlich jetzt Theoretiker sagt, das kann nicht gehen. Da gibt es eben die Theorie der Martin Gale und so. Das kann man zeigen. Geht nicht. Weil da kracht die Realität, dass der Spielverlauf nur endlich sein kann. Und die Grenzwertsätze, die sagen, wir rechnen bis unendlich. Ja, daran liegt es. Bei diesen Sonntagsumfragen, die es immer gibt, zu Wahlen oder wie, also welche Partei vorne ist, da ist ja dann oft die Schwankungsbreite angegeben, wie wird denn die berechnet? Das ist eine klassische statistische Methode, es ist ein Mehrfachmoppel. Der erste Moppel ist, wenn es eine reine Zufallsstichprobe ist. Also wenn ich ein Wählerverzeichnis von ganz Österreich habe und mit einem sauberen Zufallsmechanismus 1000 Leute auswähle, dann ist das eine Zufallsstichprobe, und dann gibt es Formeln, die sagen, wie groß ist typischerweise der Schwankungsunterschied zwischen dem tatsächlichen Wert in der Grundgesamtheit und dem Wert in der Stichprobe. Die Faustformel bei 1000 ist plus minus 3%. Das ist eine Binomialverteilung, eine klassische. Allerdings haben wir sonst nicht, also wir haben keine Zufallsstichproben mehr. Nicht? Es sind ja, die meisten Umfragen sind ja Telefonumfragen. Und was mache ich, wenn jemand nicht abhebt und solche Sachen? Wir sind häufig Festnetzumfragen. Ich habe noch nie eine Umfrage bekommen aufs Handy, immer aufs Festnetz. Und damit diese was die Meinungsumfrageinstitute natürlich haben, ist Erfahrungen, wie viel liegen die Rohdaten zwischen dem ist wirklich und das versuchen sie dann. Aber das ist, würde ich sagen, intelligent so machen. Da ist keine Theorie mehr dahinter. Die sind ja trotzdem ganz gut, das muss man auch zugeben. Ja?
Na, dafür, womit die kämpfen, sind sie eh immer wieder noch überraschend gut, würde ich sagen. Ich meine, die Erwartungen sind zu hoch. Wobei, also da habe ich Wahlhochrechnung habe ich ja schon sehr lange gemacht. Ich bin in den frühen 70ern in das Geschäft eingestiegen als Mitarbeiter bei Bruckmann, der das damals im Fernsehen gemacht hat. Damals war das Wahlverhalten der Leute noch viel homogener. Da haben wir aus relativ wenig Daten schon ziemlich genau sagen können, wie es ausgehen wird. Ich habe unlängst bei den letzten Wahlen mit den damaligen Bruckmannschen Methoden für heute versucht zu rechnen. Das ging halt vollkommen daneben. Aber das ist jetzt keine Kritik, sondern das heißt, er hat damals schon genau die Methoden gefunden, die genau gepasst haben in der konkreten Situation. Das ist genau das, was ein Statistiker tun muss. Statistik, eine andere Beschreibung ist, Statistik ist die Wissenschaft von genau genug. Sonst bin ich auch. Wir haben oben noch die Tische reserviert und der Herr Neuwirth ist noch da für eine Diskussion geplant und für Fragen. Sind wir natürlich auch für Skeptiker. Ich sage mal einen herzlichen Applaus noch. Viel Spaß hatten, als ich hatte, dann hatte ich mindestens doppelt so viel Spaß, als Sie hatten. So, ich sage noch die nächsten skeptischen Termine an. Also erstens mal noch der Vortrag ist wie immer auf Video aufgenommen worden und wird in den nächsten Tagen oder so in unserem YouTube-Kanal Skeptics in the Pub Wien erscheinen. Falls ihr up-to-date bleiben wollt oder einfach noch nur stöbern wollt, welche Vorträge wir schon hatten, es sind einige sehr interessante dabei, dann abonniert doch den Kanal Skeptics in the Pub Wien. Die nächsten skeptischen Termine, als erster steht einmal an die Verleihung des Goldenen Bretts 2018. Am 28. November, am Mittwoch, 28. November in der Urania. Man kann auch noch Preisträger, Brettträger nominieren unter goldenesbrett.guru. Ich glaube, im abgelaufenen Jahr haben sich doch da einige heiße Kandidaten in den Vordergrund gespielt. Also ich denke da nur an Krankenhaus Nord und so weiter. Energieschutzring, da gibt es doch ein paar. Heute ist auch eine Serie zu Ende gegangen. Seit dem Vortrag von Lydia Benecke im Oktober 2017 hatten wir abwechselnd immer eine Vortragende und einen Vortragenden. Jetzt das zweite Mal einen Vortragenden, aber wir haben das nächste Mal schon wieder eine Dame hier auf der Bühne, nämlich Universitätsprofessor Dr. René Schröder. Sie spricht am Mittwoch, den 12. Dezember, über die Welt in drei Töpfen, eine Strategie, um der postfaktischen Gesellschaft zu entkommen. 2019 geht es dann weiter natürlich mit einem bunten Vortragsprogramm. Wir haben einen leichten Verschwörungstheorie-Schwerpunkt im nächsten Jahr. Also zuerst einmal haben wir zu Gast den Herrn Klaus Oberhauser, Geschichtswissenschaftler und Verschwörungstheorie-Experte an der Uni Innsbruck. Er wird eben sprechen über Verschwörungstheorien, den genauen Titel müssen wir noch festlegen. Das ist dann am Montag, den 21. Jänner 2019. Dann am 20. Februar, ist schon ein Vertreter da, liest dann die Satiregruppe Hydra aus ihrem aktuellen Buch Verschwört euch, How to Fake News. Eintritt wird man nur bekommen mit einem Aluhut. Bastelmaterial wird vor Ort zur Verfügung gestellt. So, das war's von unserer Seite für heute. Wir haben, wie gesagt, oben auf der Galerie wieder Tische reserviert. Wer mit dem Herrn Neuwirth noch diskutieren will oder wer uns Skeptiker gerne kennenlernen will oder auch vielleicht skeptisch aktiv werden will, der setzt sich zu uns. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen bei den nächsten Terminen und bitte bleibt skeptisch.